bist du denn? Ich bin hier! Ja, hallo Lommel, sag mal Leute, ich probiere rauszukommen. Hallo! Ja, Max, wie komme ich raus? Ich komme nicht raus! Ja, die Tür ist zu, Max, du kommst doch auch nicht raus! Lommel, was willst du denn jetzt hier? Ich will hier raus! Ja, Max, wir kommen nicht raus, es ist abgeschlossen, wir müssen uns den Weg raussuchen, du Dummkopf! Kannst du aufmachen? Warum bist du so klein? Ich bin größer als du, guck mal. Ja, Bruder, weil du wieder zu viel Cola getrunken hast und weil wir auch wieder wegen dir hier neue Schulstifte kaufen mussten im Spielzeugladen und du dich nicht entscheiden konntest, haben die schon abgeschlossen. Warte, hast du das gehört, Max? Alter, was war das? Max, ich habe keine Ahnung, ich wusste es auch gern, aber... ich glaube, das kommt da von diesem Abstellraum, Max. Nein, ich will hier raus, der Max. Ich komme nicht mit. Ich bleib hier. Yeah. Oh mein Gott, Max, hörst du es auch? Max, hol Taschenlampe raus, hol Taschenlampe raus. Wie mache ich das denn? Ja, du hast doch eine Taschenlampe da unten hängen. Da, guck, da unten hängt doch eine. Hol die raus. Ja, siehst du? Ich habe eine Taschenlampe einmal. Ja, okay. Max, guck mal. Ja, wir sind im Spielzeugladen eingesperrt. Ich glaube, wir müssen ausbrechen, Bro. Ja, wer ist Bro? Nochmal. Du bist... Ich? Ja, okay, Max, guck mal. Na, Max, hier lang, oder? Warte, dieses Geräusch. Ich muss herausfinden. Ja, irgendjemand... Also, Max, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir sind nicht alleine. Hey, Max, da sind so grüne Pfeile. Aber guck mal, hier steht, wir müssen den Strom einschalten, um die Tür zu öffnen. Wir müssen also irgendwie erst Strom aktivieren. Ja. Okay, Max. Okay, komm kurz mit. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, hier hinten, ne? Guck mal, hier. Nicht wegrennen, sonst werde ich mitgenommen. Ja, mach mal hier die Taschenlampe an. Hier ist dunkel, Max. Oh Gott. Ja. Du oh mein gehst Gott. Zuerst. Aua! Mann, du hast mir die Tür in den Kopf gehauen, du Blödmann! Mann, du gehst zuerst. Ich will nicht. Ja, komm jetzt. Ich gehe zuerst. Ja, okay, komm, geh mal vor, Max. Hör mir doch nicht draus. Geh vor. Der sagt hier irgendwas. Es ist ziemlich dunkel hier. Ich kann meine Taschenlampe benutzen, um besser zu sehen. Tippe auf. Aua, ich bin weggeflogen. Moment. Max, du hast einen Salto gemacht. Ich weiß gar nicht, woher? Moment, das darf man nicht. Boxen darf man nicht. Ich hab doch nicht geboxt. Was redest du, Max? Oh, guck mal, hier ist der Stromschalter. Guck mal. Ja. Ja, das steht ziehen. Lass den mal umlegen. Ja. Oh. Wir haben den Strom angemacht, Max. Hey, hörst du das? Alter, was ist das? Was war das? Keine Ahnung. Geh du mal vor, Max, ja? Ich lauf mal hinter dir. Nein. Doch, geh vor. Nein. Du gehst vor jetzt! Ey, Lomix! Lomix, da sag ich alles meine Mama. Ja, mach doch. Oh, guck mal, die Tür ist aufgegangen, Max. Guck mal. Wohin ist der Max? Ja? Stand hier nicht noch eben so eine Statue? Lomix, ich will nicht mehr. Ich will raus. Ich will zu meine Mama wollte mich abholen. Ich darf nicht mehr mit dir Max, spielen. Max, die Tür ist immer noch zu! Ey, Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare. Entweder wir sind dumm, aber hier stand doch eine Statue, oder nicht? Dieser Mr. Funny, der Typ hier. Genau der. Der stand doch so riesengroß hier, oder nicht, Leute? Nein, oder? Der war da nicht, oder? Ey, Leute, wenn der... Wenn der vorher da stand... Guck mal, hier sind so Fußabdrücke. Lass einen Daumen nach oben da, Leute. Was? Ach, du heilige Kacke, Junge. Warum sind die so groß, Junge? Der ist so groß wie... der eine Eiffelturm. Ah! Oh mein Gott, Digga! Was ist da? Ich hab mich ultra erschrocken. Komm mal her! Alter. Guck mal, hast du das auch gerade gehört? Ja. Guck mal, die gehen hier hoch, diese Fußabdrücke da. Da kann man, da darfst du, nein, da darfst du nicht reingehen. Ja, okay, komm, geh vor jetzt, Max. Du gehst vor. Max, geh vor jetzt, Bro! Lomix, ich will nach Hause! Ja, ich auch! Geh vor jetzt! Ja, ich geh jetzt! Ja! Aua! Ich glaube, wir sollten nicht diese Gasrohre berühren. Wo habe ich das denn hergeholt? Aua! Lomix, das ist alles nicht witzig. Komm jetzt hier drüber, Max. Berühr das Gas aber nicht. Okay. Guck mal, hier ist dunkel. Ja, nicht runterfallen, Max, okay? Nicht runterfallen, Bro. Lauf vor, nicht runterfallen.
Lamex! Lass dir da nicht runterfallen! Ja, und du bist runtergefallen, du Dummkopf! Ja, wegen dich bin ich gefallen! Hä, gar nicht! Ich hab gar nichts gemacht, was redest du, Bro? Alles ist deine Schuld! Ich hab doch gar nichts gemacht, Bro! Was redest du? Lamex, ich sag das meinem Bruder, der macht dann den Diss-Track wieder. Ja, mach doch. Leg mal den Hebel um, wir müssen hier drüber, Max. Lomex, der Hebel ist runtergefallen. Ja! Weil du zu schwer bist, weil du zu viel Burger gegessen hast, du Dummkopf. Hast du die Burger Pommes gegessen? Ich hab nur einen gegessen gestern bei Mc's. Lomex, kommst du? Lomex, irgendwas hat Bumm gemacht. Ja, ich hab's auch gesehen. Irgendwas hat Bumm gemacht, Max. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Hast du das auch gesehen? Ja, ja, ich hab das auch gesehen, Max. Ich hab das auch gesehen, ja, ja, ja. Hier lang. Immer ja, komm. Da geradeaus, hier hoch. Junge, ich mach das so sauer, dass du größer bist als ich, Junge. Wie viel Cheeseburger hast du gegessen? Ich hab ganz viel Fruchtzwerge gestern gegessen und meine Mama hat gesagt, wenn man ganz viel Fruchtzwerge isst, dann wird man. Du hältst mal lieber den Schnabel jetzt hier! Hey! Warte, warum was ist das? Was ist schon schickt hier? Witziges Spiel. Max, wir müssen irgendein Spiel spielen. Willst du vorgehen? Ich trau mich irgendwie nicht. Nein. Ja doch, Max. Geh mal vor, lieber. Ich glaube, das ist besser. Max, geh doch vor jetzt, Bro. Warum soll ich vorgehen? Gib 5 Euro, dann mach ich. Ja, du läufst jetzt einfach. Ganz einfach. Ja, okay. Ich lauf. Lomex! Aua, irgendwas war da laut. Und Max, warum ist das Licht aus? Weiß nicht. Du warst das. Ich glaube, du gehst lieber vor. Max? Hallo? Lebst du noch? Ey, da ist ein Mann hinter mir! Da ist ein Mann hinter mir! Hallo, Max! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Renn, Max! Renn schneller! Max, wir laufen im Kreis! Max! Renn hinter mir! Max, renn schneller! Max, er ist direkt hinter mir! Wir laufen im Kreis! Wir laufen im Kreis, Max! Wir laufen im Kreis! Müssen wir lang? Max, hör auf mit weinen! Wo müssen wir lang? Max, müssen wir lang? Hör auf zu weinen! Renn lieber! Renn lieber! Oh mein Gott, er ist hinter mir! Er ist hinter mir! Max, renn! Renn schneller! Ja, merk ich doch. Wo muss ich lang? Er ist hinter mir, Leute. Wo muss ich lang? Hier lang! Jetzt hier lang! Pfeile! Keine Ausgang Pfeile! Mehr. Ausgang! Ich hab den Ausgang! Der hat mich aufgegessen, Lom. Ich weiß nicht, wo ich bin. Lomex, ich wurde aufgegessen. Ja? Ich war auch kurz davor. Ich wurde gegessen. Kommst du jetzt bitte nach? Ich will nicht ohne dich weitergehen, Max. Warte auf mich, ich laufe. Okay, dann komm mal, Max. Lomex, ich hab ganz große Angst. Kannst du mich abholen? Ja, Max, ich bin doch schon im Ziel. Ich warte auf dich. Hier wartet auch eine warme Überraschung auf dich. Lomex, hier ist der Kötzchen. Ich kann mal nicht mehr. Max, ich hab eine Überraschung für dich, wenn du herkommst. Ja. Hallo! Überraschung! Ey, ich brenne, Lomex! Lomex, ich hatte gerade Angst, dass ich wieder zu dem Mann gehen muss, der mir gerannt ist. Ja, ich glaube, Max, das war Mr. Funny. Kennst du Mr. Funny? Nein. Das ist der Ladenbesitzer. Und weißt du, warum er uns aufessen wollte? Weil du Stifte geklaut hast! Hab ich gar nicht. Das warst du. Du hast gesagt, Max, die sind gratis, wenn du nimmst. Och, Digga. Junge, ich bin runtergefallen, weil du nicht aufgepasst hast. Du Blödmann! Ey! Lomex, du bist der Blödmann. Lomex, findest du das witzig? Buh! Lomex, das ist alles nicht mehr witzig, wenn du hier das immer machst. Ich hab dich ja nur erschrocken. Oh, Max? Nicht hier reinfallen, was, Max. Was, wenn ich das mache? Dann bist du Matschebrei.
gar nicht. Ja, du bist Matschepampe. Ich hab's gesehen, Max. Du bist einfach hier reingefallen, du Dummkopf. Ah! Ja, Max ist auch reingefallen. Was ist jetzt los? Hä? Ja, warte, ich komm. Ich bin, aus Moment, Versehen. Ich will nicht hier lang. Oh, Max? Max, hör mir zu! Bevor du jetzt läufst, hör mir zu. Hast du... Hast du Squid Game geschaut? Was? Hast du Squid Game geschaut? Was? Squid Game! Squid Game. Kennst du rotes oder grünes Licht, Max? Ja. Okay. Okay, dann komm. Immer, wenn er sich umdreht, nicht bewegen, okay? Und wenn er zur Wand guckt... wenn er sich umdreht, bewegen? Nein, also wenn er nach hinten guckt, dann laufen. Und wenn er nach vorne guckt, nicht laufen. Max? Ja. Ja, Max, ich wurde gegessen. Ja, ich hab doch gesagt, nur laufen, wenn er nach hinten guckt. Grün. Nur laufen, wenn er zu mir bei guckt. Bei Rot stehen bleiben. Ach so. Bei Grün laufen. Bei Rot stehen bleiben. Hilfe. Bei Grün laufen. Ja, Max, ich hab Angst. Bei Rot stehen bleiben. Bei Grün laufen. Stehen bleiben. Lauf. Lomax, wolltest du mich wieder zu dem Mann hauen? Nein, Max, nein. Ich wollte natürlich nicht, dass du wegfliegst. Es ist natürlich alles aus Versehen passiert, hier ne? Hier ist irgendwas Grünes. Ja. Aua. Das Grüne, glaube ich, nicht berühren, Max. Warum hast du mir jetzt nicht jetzt vorher schon gesagt? Ja, das ist doch klar, dass man einen Laser nicht berühren soll, du Dummkopf. Das Grüne tut weh. Hast du ja, komm her jetzt, nicht das Grüne berühren. Hey. Hey. Lol, du bist von hier gekommen. Ja, schlau, Max. Ja, schlau gemacht. Ich hab in Mathe schon mal eine 3 geschrieben. Hallo? Ich bin am Boden geflogen. Ich bin doch mal hier ganz unten, ja, Max. Ja, Max, das ist natürlich jetzt nicht so gut, ne? Ja. Feuer! Du musst die Feuerwehr rufen. Ah, ich lebe wieder. Och nö, Max. Oh nein. Wir sollen dem Roboter entkommen. Ach, du grüne Neune. Max! Da ist Mr. Funny Rega, Mega-Roboter. Der will uns aufessen. Warum? Ja, weil du Stifte geklaut hast. Ja, aber den tue ich ja gar nicht. Komm jetzt mit, Max, komm. Ja, und jetzt? Du hast 10 Sekunden Zeit, um dich zu verstecken. Wenn er dich findet, bist du tot. Nein. Komm hier hoch, Max. Der muss dich finden. Komm hier hoch. Oh. Max? Ich bin hier oben. Guck mal, Er macht alles kaputt, Max! Max! Er macht alles kaputt! Du musst aufpassen. Runter mit dir! Nein! Runter mit dir! Nein! Max, geh runter! Aber sonst ist er schon. Max! Max! Er macht alles kaputt! Hilfe, Lomax, der ist hinter mir! Renn! Oh, oh. Max, renn! Er ist schneller als ich. Max, dich jetzt nicht mehr. Max, renn! Oh mein Gott, er hat mich! Oh, renn, Max! Renn! Ja! Oh, ich hab's geschafft! Renn. Hat er dich gegessen, nicht mich? Aua! Tschüss! Warum hat er dich nicht gegessen? Oh, weiß ich nicht, Max! Oh. Hallo, Max? Was denn? Ich dachte, du bist weg. Lauf, geh du vor. Aua, 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 ich bin runtergekugelt wie eine Kackwurst im Klo. Ja, du bist schon so eine Kackwurst, Max. Ja, okay, willst du vorgehen vielleicht? Nein. Okay, dann geh ich vor. Komm. Warte. Okay, was wartet hier auf uns, Max? Gar nichts, meine Oma. Die hat Kekse.
So eine Taschenlampe benutzen, Max. Mach Taschenlampe, okay? Ich will nicht weitergehen. Ich glaube, du gehst vor. Was hältst du davon? Max, komm schon, geh vor jetzt. Max. Warum soll ich das immer machen? Ich bin viel kleiner als du. Du bist viel größer als ich, du Dummkopf. Was redest du? Ja, aber das ist hier nur ein Wurmloch. Du gehst vor jetzt oder ich schubst dich. Hey. Ich bin vorgegangen. Ja, jetzt komm, jetzt lauf, Max. Max? Warum ist das nicht ein aus? Ein Mann hat mich gegessen! Woher kommt der denn? Max, renn! Max! Hilfe! Max, renn! Renn schneller! Ich will mich nicht umdrehen! 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 Oh mein Gott, Digga! Max? Lebst du noch? Oh, warte, der ist jetzt hinter mir, der will mich essen. Ja, renn schneller, Max. Der will mich essen, Max. Ja, du musst hinterlaufen, da ist so ein Lüftungsschacht, so ein Ding da, musst du reingehen. Nein, ich war genau vor der Tür. Was ist denn das hier? Ist ein Geheimversteck, warte mal. Leute, ist das eine Falle? Mr. Funny will mir ein Geschenk geben, Max. Das ist ein Trick von der... von dem Mann. Nee, da war Konfetti drin. Das war irgendein Easter Egg, Leute. Okay, warte, wo bist Max. Du? Wo bist ich bin du? Hier. Wo bist du? Hier unten. Wo? Du musst hochkommen. Wo ist der jetzt? Wo ist der? Nein! Aua! Hast du das gemacht? Was? Nein! Hier ist ein Roboter, muss man... Ah, ich hab den Roboter! Aua! Digga, warte doch auf mich, du Dummkopf! Ich komm mit einem Auto! Das ist ein Gabelstapler! Ich bin mit dem Auto in Lava gefahren. Ja, du darfst nicht in Lava reinfahren, du Dummkopf. Wusstest du, das Auto kann nicht in Lava fahren? Ach echt, Tatsache. Hätte ich nicht gedacht, Max. Ja, wollte ich dir nur sagen. Aua! Dein Gabelstapler hat mich gehauen. Warum lachst du? Hä, hey, ich lach doch gar nicht, Max, was redest du? Oh, 360! Ah, 360, Leute! Ah! Ich drifte! Ah! Max, mein Gabelstapler fährt rückwärts! Max! Mein Gabelstapler fährt rückwärts! Keiner hat gelacht, als du das gesagt hast, Lomax! Ah! Max! Ah! Nein! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, Max! Ist das der Ausgang, Leute? Och nö, witziges Spiel 4. Nein, nicht noch ein Spiel. Ich mag keine Spiele. Max, wo ich bist du? Ich auch nicht. Ich wo mag bist du? Goldstart und Woblock. Ah, da bist Hallo. Du ja. Das geht, Max. Guck mal, ich bin dafür, dass du zuerst hier reinspringst. Warum? Ja, weil du vorgehst, ganz einfach. Okay, ich bin gestorben. Doch bist nicht. Bist du nicht? Ich hab dich weggeschubst, du Dummkopf. Okay. Blub. Ist da irgendwas, Max? Ist dunkel. Hallo? Lustig Lauf. Max? Ah, guck mal! Guck mal, das ist so wie Super Mario. Guck mal! Oh! Max! Max? Max? Was ist das da links? Ich glaube... Oh! Du musst gegen die Bombe springen. Max? Ja, hab ich gemacht. Renn schneller. Oh! Nein, ich bin gestorben. Lomax, ich gewinne. Ich gewinne. Bist du nicht gestorben? Nein, ich bin der Beste. Warum bist du nicht gestorben? Max? Wo bist du, Lomax? Ich komme. 10 Jahre. Ich komme. Das ist voll schwer. Warum hast du das geschafft? Du bist doch voll kacke, Max. Meine Mama hat gesagt, ich muss einfach nur... Muss ich in die Luke rein, ja, oder? Was? Hi, Max! Was Hallo. Geht ab, Mann? Hey! Was geht, alter Freund? Hallo. Ich glaube, wir müssen hier hoch, glaube ich.
keine Ahnung, ich gehe jetzt hier einfach lang. Ein bisschen Lüftungsschacht rein, komm, Max. Junge, alles wegen dir. Wegen dir wurden wir im Spielzeugladen eingesperrt, weil du Stifte klauen musstest. Ich hab das nur gemacht, weil du das wolltest. Das stimmt doch gar nicht, hör auf zu lügen. Du hast gesagt, Max nimmt die Stifte, dann sind die gratis. Max? Hm? Hier liegen ganz viele Mr. Funny Leichen. Ich glaube, die sollten wir besser nicht berühren. Hier liegen ganz viele Leichen, du sollst nicht die Leichen berühren. Wo bist du? Komm zurück, wo bist du? Was machst du denn? Ich bin doch noch hier in den einen Raum. Junge, was brauchst du so lange? Komm her jetzt. Hier geradeaus, tot. Lommes, ich muss normal machen, ich bin explodiert. Oh Mann, bist du kacke, Junge. Bist so kacke, Max. Das sagt man nicht. Meine Mama hat gesagt, ich bin nicht kacke, ich bin toll. Ich bin gestorben. Ich kann das alles nicht mehr, Max. Nochmal. Bitte befrei mich, ich kann das alles nicht mehr, Max. Ich befreie dich doch jetzt, du musst warten. Junge, wie lange brauchst du dafür? Das ist so einfach, Bro. Bitte jetzt nicht runterfallen, okay, Max? Oh mein Gott, Junge. Wie kann man denn so inkompetent kacke sein? Das stimmt gar nicht, Lomek. Junge, du bist der schlechteste Roblox-Spieler, den ich jemals gesehen habe, Digga. Danke, Max. Danke. Ja, ich bin da. Hallo, ich bin da. Jetzt nicht die Leichen berühren. Ja. Nicht die... Lomex, da hat mich einer gegessen. Ich habe gesagt, nicht die Leichen berühren! Lomex, ich wurde wieder gegessen. Du hast gesagt, die Toten berühren, oder? Ich habe gesagt, nicht die Leichen berühren, Max. Ach so, ja, sag das doch. Auch schon wieder. Oh, Max, bitte komm einfach, ja. Ach du grüne Neune, was ist das denn? Was ist das? Oh, das ist eine feine Plattform. Wieder gegessen. Aber ich will mir den Ball werfen. Ich hab getroffen! Ja! Max, komm! Ich spiel Basketball! Ich bin der Beste. Ich bin der Beste, Max. Nein. Bruder, wo bist du denn? Was machst du? Hier bin ich. Komm jetzt! Du Dummkopf. Ja, ich mach doch jetzt Basketball. Ach so. Du musst hier lang. Komm jetzt. Warte, bis die Plattformen da sind, okay? Du musst immer warten, bis die da sind. So, warte. Jetzt. Lauf. Lauf. Max, ja, lauf. Mach doch. Lauf. Lauf schneller. Lauf ich schneller. Mach doch. Du musst jetzt überleben, okay? Du musst versuchen zu überleben, nicht sterben, okay? Ja, und jetzt? Ja, nicht runterfallen. Das ist das Ziel, Max. Okay? Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, okay? Ja. Kriegst du das hin? Nein. Hallo? Wir haben es geschafft! Ja, ich weiß. Wir haben es geschafft, Max! Wir haben es geschafft! Ja! Wir sind die Besten! Wir sind die Besten, ja. Max! Hier ist, glaube ich, der Ausgang. Guck mal, hier ist eine Lokomotive. Max! Lokomotive! Ja! Komm, Max! Haben wir gewonnen? Ich glaube schon! Tut! Kann ich jetzt meine Stifte behalten? Ich weiß nicht. Scheint so. Wir fahren jetzt. Wo fahren wir hin, Max? Max, wo fahren wir hin? Keine Ahnung. Max? Max? Wo fahren wir hin? Max! Max! Keine Ahnung! Max! Ich bin Max! Tot! Warum bist du gestorben? Ich bin rausgeflogen. Max! Ah! Geht's dir gut, Lom? Nein. Ich fahr jetzt auch noch mal eine Runde. Och nö. Warte, wartest du auf mich? Max, hier steht letztes Spiel. Hm? Das letzte Spiel. Max, komm jetzt! Ja, ich fahr doch schon. Wie kann... Bruder, du solltest einfach nur mit dem Zug fahren. Wie kann man dabei sterben? Sag mal bitte, wie geht das? Keine Ahnung, der Zug ist über meinen Fuß gefahren. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Mann, no. Max, bitte, Bro. Was machst du? Komm jetzt! Ich bin doch hier, wo... Ich fall durch ein Loch. Hallo?
Yo, was geht, Bro? Yo. Hi. Komm jetzt. Max, das ist das letzte Spiel. Komm jetzt. Du gehst zuerst. Ich glaube, wir müssen diese Bazooka nehmen. Huh? Max? Guck mal da unten. Siehst du das? Nein. Siehst du das? Da ist ein riesiger Mr. Funny Roboter! Der sieht gruselig aus. Ich kann das Bazooka nicht nehmen. Komm runter jetzt! Doch, du kriegst das. Du kriegst das. Du kriegst die Bazooka. Max! Damit der 10.000 Leben. Komm jetzt! Mach ihn fertig! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Mach doch! Bruder, warum ist er so stark? Warum ist er so stark? Warum ist er so stark? Max, du darfst dich nicht von seinem Laser treffen lassen, okay? Ich soll mich von Laser treffen lassen? Nein, nicht von seinem Laser treffen lassen! Oh mein Gott, Digga, er ist zu stark, Max. Bruder, hä? Wie viel HP hat der denn? Bro! Wie viel HP hat der? Ah, du musst die Beine kaputt machen, Max. Mach seine Beine kaputt, Max. Nicht vom Laser treffen lassen. Du musst dann ein bisschen näher an ihn rangehen, dass der Laser dich nicht trifft. Ich bin gestorben. Junge, was machst du denn? Du musst deine Beine kaputt machen, Max. Mach seine Beine kaputt, Max. Komm schon. Nicht vom Laser treffen lassen. Nicht vom Laser treffen lassen. Nein, sein Bein, ich kann es nicht mehr treffen, sein Bein. Komm schon. Sein Bein ist auf mich draufgetreten. Max, mach seine Beine kaputt. Komm schon, wie viel HP hat er denn? Sein eines Bein ist putt. Bro, es geht nicht kaputt, sein Bein. Warum geht sein Bein nicht kaputt? Aua, mein Kopf ist kaputt. Nicht sterben, Max. Komm, wir haben es gleich. Max, wir haben es gleich. Komm schon. Ja! Ja! Komm schon, das letzte Bein. Max, ich hab's gleich. Ich nicht. Ja! Ich hab ihn! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Max! Tschüss, hau rein! Max, tschüss. Meiner lebt noch. Ja, viel Spaß. Tschüss. Damit, das ist nicht fair, meine Ich hab's noch. Geschafft, ich hab gewonnen. Let's go, Max. Ich bin vor dir aus dem Spielzeugladen ausgebrochen. Ich will hier nicht, ich bin auch kaputt. Max. Hab auch geschafft. Du hast gar nichts geschafft, was redest du? Hab auch ihn kaputt gemacht. Wie, jetzt hast du es ja wirklich geschafft. Ja, kriege ich jetzt ganz viel. Ja, lass mich mal gucken, komm mal her, Max. Ich glaube, ich hab hier was für dich. Bist du bereit? Ja. Okay, bleib stehen, mach die Augen zu, okay? Hab ich. Darf ich gucken? Ja. Und ihr könnt es schon sehen, wir befinden uns hier direkt im Roblox-Spiel. Und das ist der wohl bekannteste und auch zugleich gruseligste Aufzug hier in ganz Roblox. Und was macht Lami hier? Moin Lami, was geht? Leute, wir werden jetzt gleich in diesen Aufzug reingehen. Aber ganz kurz, Leute, bevor wir jetzt in diesen gruseligen Aufzug reingehen, checkt auf jeden Fall mein erstes Roblox-Buch ab, Leute. Das könnt ihr nämlich ab sofort über den ersten Link in der Beschreibung vorbestellen. Dabei geht es nämlich um einen Roblox-Ausbruch. Und zwar werde ich von Castle Island entkommen, Leute. Das Ganze ist so ein bisschen wie das Barry-Gefängnis, nur in einem richtig coolen Buch verfasst. Deswegen, Leute, checkt das Buch unbedingt ab. Ihr könnt es jetzt vorbestellen. Gibt es auch bald überall, wo es Bücher gibt. Deswegen checkt das unbedingt ab, Leute. Und jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach, welches Monster als allererstes auf uns warten wird. Wir gehen jetzt in den Horroraufzug rein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Abonniert. Und hier ist Party. Oder auch keine Party mehr. Ich glaube, die Party ist gerade zu Ende. Hallo? Was ist das hier, Leute? Ich glaube, hier ist das erste Monster. In jeder Etage ist, wie gesagt, ein neues Monster. Hallo? Was ist das? Hier ist so ein Haus, Leute. Schaut mal. Hallo? Was ist das für ein Haus, Leute? Schaut euch das an. Hey! Ey, das ist jetzt aber nicht lustig. Was legt jetzt aus? Bruder, was passiert hier? Ich sehe nichts. Hallo? Hey, Bruder. Ich bin wieder im Aufzug drin, Leute. Was passiert hier? Das hier, da ist einer gestorben. Hallo?
Was ist das? Ist das Granny? Das ist Granny! Das ist Granny! Oh, lass mich rein! Das ist Granny! 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 Oh mein Gott, warum brennt hier alles? Warum brennt hier alles? Junge, jeder ist gestorben! Wie viele Leute sind gerade gestorben? Leute, das war einfach Granny! Mit ihrem Baseballschläger! Bruder, oh mein Gott. Ey, ich sag euch, Leute, wirklich richtig bekannte Monster warten hier auf uns. Ich habe auch schon Siren Head gesehen, Huggy Wuggy, Pennywise, wirklich alle bekannten Monster sind hier in diesem Spiel. Und die Party ist zu Ende, Leute. Zwischendurch ist immer kurz Party angesagt. Und dann geht's in das nächste Level. Oh, Mann. Warte mal. Hä, was ist das für eine Musik, Leute? Ey, die ist cool! Warte mal, was ist das? Warte mal. Warum hat dieser Stein so ein blutiges Schwert, Leute? Ey, warte mal, Brudi, das gefällt mir nicht. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Ich glaube, dieser Typ wird gleich zum Leben erwachen. Und wird versuchen, alle umzubringen. Hä? Hallo? 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 Was passiert hier? Die wurden eingesperrt! Ey, Leute, zum Glück sind wir draußen geblieben. Guckt mal. Digga, wir haben es überlebt, Leute. Wir sind wieder im Aufzug. Ey, aber die Türen wurden einfach abgeriegelt und die wurden einfach alle drin abgeschlachtet. Digga, zum Glück sind wir draußen geblieben. Und jetzt erstmal Party angesagt! Party! Leute, Party! Let's go! Okay. Das war's dann, glaube ich, mit der Party. Was ist das denn? Hier ist eine Küche, Leute. Oh nein. Nein, nicht Freddy, der Fazbear. Nein, nicht Freddy Fazbear. Leute, das ist FNAF. FNAF, kennt ihr Freddy? Von FNAF? Oh mein Gott. Wer schreit da? Hallo? Das ist Freddy! Leute? Leute? Der hat sich bewegt! Der hat sich bewegt! Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Ich bin gar nicht da! Leute? Der hat sich bewegt. Habt ihr das auch gesehen? Hallo? Hallo? Ey, die sehen mich doch nicht, oder, Leute? Hallo? Ey, ich getraue mich nicht, dahin zu gehen. Soll ich hinlaufen? Hallo? Hallo? Oh mein Gott, wir haben es gerade überlebt, Digga. Ey, Leute, denkt dran, wir haben nur 3 Leben. Ihr seht es oben rechts. Sollten wir 3-mal am Stück sterben, ist dieses Video zu Ende, Leute. Deswegen, ihr müsst mir hier echt ganz viel Glück wünschen, dass wir das überleben. Aber jetzt heißt es erstmal Party! Party time! Okay, Party ist zu Ende, Leute. Party ist zu Ende. Was ist das hier? Hallo? Was ist das, Leute? Guck mal. Schaut mal, was sind das für Häuser? Hier ist, glaube ich, in der Wüste oder sowas, Leute, ne? Nein. 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 Nein, 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 nein. Leute, ich weiß nicht, ob ihr dieses Geräusch kennt, aber es gibt nur ein Monster, was solche Geräusche macht. Es gibt nur ein Monster, was solche Geräusche macht. Ist es da? Ah, ich musste es Siren Head! Rein ins Haus! Versteck dich! Siren Head! Leute, ich hab's euch gesagt! Es ist einfach Siren Head! Mein Gott! Sieht er uns nicht, oder? Digga, wir haben's überlebt. Digga, Leute, was für Monster sind hier? Granny! Huggy Wuggy! Und was weiß ich nicht sonst für Monster? Digga, das ist geisteskrank, was hier abgeht, Leute! Holy moly! Digga, das ist krank, Leute! Das ist ehrlich krank! Holy shit! Das ist krank. Das ist krank, Leute. Aber, warte mal, was... Was ist das hier? Warte mal. Hört ihr die Musik? Das ist hier Among Us-Musik, Leute.
Among Us. Among Us. Imposter. Kennt ihr Leute? Among Us. Among Us, Leute. Das ist die Among Us Musik. Oh, oh. Leute. Ey, ich hoffe, der Imposter wird uns nicht umbringen. Ah! 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 Oh! Ey, der bringt die um! Oh mein Gott! Der bringt die um! Ah! 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 Oh, der sticht die ab! Der sticht die ab! Oh, ah! Bruder, was? Der hat die alle abgestochen. Ah, 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 bitte nicht mich. Ah, 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 Bruder, Bruder. Ah, 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 der hat die alle abgestochen. Ah, Bruder, was passiert hier, Bruder? Junge Leute. Denn dieses Roblox-Spiel ist nicht mehr normal. Puh. Puh, okay. Ey, Leute, ich... Bruder, ey, ihr glaubt mir gar nicht, wie ich hier am Schwitzen bin, ne? Ich fieber so mit, das ist so geil, dieses Spiel. Aber auch so gruselig. Was ist das jetzt? Hallo? Was ist das hier, Leute? Okay, ganz kurz, Leute. Ich mach einen Guess. Ich sag euch meine Vermutung. Genau das wollte ich sagen, SCP! Ich wusste es! Ich wollte es gerade sagen, Leute. Ich wollte euch sagen, SCP! Ich wusste es! Warte, wie heißt das? Ist das SCP 140? Wie hieß dieses SCP? Schreibt in die Kommentare, Leute, wie dieses SCP hieß. Ich weiß es nicht mehr. Wie hieß dieses SCP, Leute? Das Licht ist aus, das Licht ist aus. Das Licht ist aus, Leute. Hallo? Hallo? Wo ist es? Hallo? Ah! Ah! Lass mich hoch! Wie kommt man hier hoch? Wie kommt man hier hoch? Leute, ich will nicht sterben. Puh. Ja, warte mal. Wir haben es, glaube ich, überlebt, Leute. Puh. Ey, wie gesagt, wir haben nur 3 Leben, Leute. Aber jetzt heißt es erstmal Party machen. Ja, und das war's mit Party, Leute. Was ist da? Wir sind wieder hier, Leute. Was? Haben wir überlebt? Nein, nein, nein. Warte. Leute, ich habe das Gefühl, das ist eine Falle. Ich glaube, das ist ein Duplikat, das ist eine Fake-Welt. Das ist eine Fake-Lobby. Die verstecken sich alle hier oben, Leute. Ich sage, das ist eine Falle. Wir haben es nicht geschafft. Die wollen, dass wir wieder dahin gehen. Guck mal, da sind so Monster eingesperrt in solchen Glasdosen. Seht ihr die? Die sind, glaube ich, normalerweise nicht da, Leute. Ich glaube, das ist eine Falle. Oder? Ich wusste es! Guckt euch das an! Ey, der hat mich runtergeschubst! Nicht runterschubsen! Guckt mal, die sterben! Die rennen weg! Guckt euch das an! Piggy! Pennywise! Guckt euch die ganzen Monster an! Guckt euch die ganzen Monster an, Leute! Das ist eine Falle! Ich wusste es, Leute! Puh. Aber wir haben überlebt, Leute! Und jetzt heißt es Party! Tötet! Party Time! Digga, ey, das ist krass, Leute. Das ist krass. Holy shit. Okay. Puff. Okay. Aber was passiert jetzt? Was ist das? Ey, das ist eine Kanalisation, Leute. Och nö. Bruder, wer lacht hier? Wer lacht hier so böse? Das ist nicht cool. Irgendjemand hat hier ganz fiese gelacht, Leute. Was ist das? Ey, ich hasse Kanalisation, Leute. Das ist wie so ein Lüftungsschacht. Das ist richtig gruselig. Oh nein. Ey, Digga, das ist geisteskrank gruselig. Was passiert hier? Warum ist ein Alarm angegangen? Ist hier irgendwas? Hallo? Hallo? Was ist hier? Leute, was ist hier? Pennywise? Pennywise! Yeah! No! Pennywise!
Pennywise hat uns umgebracht. Nein. Und da ist das erste Leben weg, Leute. Nein. Das kann nicht sein. Wir wurden von Pennywise, dem Horrorclown, mit einem Messer umgebracht, Leute. Oh Mann, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Egal, wir haben noch zwei Leben übrig. Das heißt, es geht wieder in den Fahrstuhl rein. Und jetzt Party. Party Time. Okay, Leute, aber ihr seht oben rechts, wir haben nur noch zwei Leben jetzt übrig. Und was ist denn das jetzt? Oh nein. Guck mal, hier sind auch so Lüftungsschächte, Leute. Was ist... Warte mal, warte mal, warte mal. Was war das? Was war das? Das ist so ein Pantomimen-Clown, Leute. Wie hieß der nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Das ist... Nein. Ich verstecke mich im Lüftungsschacht. Hier. Da ist einer gestorben. Ey, Leute, ich habe keine Fackel mehr. Weil ich gestorben bin, muss meine Fackel... Ich seh nix! Hallo? Ich seh nix! Mach jemand Licht an! Hallo? Der hat ihn umgebracht, Leute. Habt ihr das gesehen? Wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt, Leute. Puh. Okay, also ihr merkt, Leute, mit diesem Aufzug ist nicht zu spaßen. Aber okay, Leute, noch ist hier Party angesagt. Party! Okay, Leute, aber wir sollten uns nicht zu früh freuen. Die Party kann schneller vorbei sein, als ihr denkt. Ja, hallo? Und das war's mit der Party, so wie es aussieht? Er hat ein Portal aufgemacht. Bruder, nein, warte mal. Was ist denn das jetzt? Wer sitzt da? Was ist denn das jetzt? Was ist das? Was zum... Digga, Leute, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar... Bro? Wie komme ich hier hoch? Ich seh nix! Hilfe! Der kommt nicht hoch! Ja! Bitte nicht! Nein! Schon wieder! Nein! Oh, Leute, das kann nicht sein. Wir haben nur noch ein Leben übrig, Bruder. Ey, ihr müsst jetzt einen richtig fetten Daumen nach oben da lassen, abonnieren und die Glocke aktivieren, Leute. Dass wir das Ganze hier überleben, weil wir haben nur noch ein Leben übrig. Sollten wir noch einmal sterben, ist dieses Video zu Ende, Leute. Puh. Okay, was ist das jetzt? Wo sind wir hier gelandet? Oh mein Gott, was sind das für gigantische Statuen, Leute? Und warum liegen hier überall Totenköpfe auf dem Boden? Kannst du mir das erklären? Digga, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Irgendwas stimmt hier gewaltig gar nicht! Bruder, nein! Lass mich hier hoch! Ich will nicht sterben, bitte! Ich versteck mich hier, Leute! Hier findet mich keiner, oder, Leute? Digga, was? Was ist das? Guck mal, wer ist das hier? Ist das das Monster, Leute? Hier ist irgend so ein Zombie. Fang mich doch, du Opa! Oh, war Spaß! Wir haben es geschafft, Leute! Okay, wir haben es geschafft. Okay, Leute, ey, sieht gut aus. Noch ist Party angesagt. Die Frage ist, wie lange werden wir noch überleben, Leute? Der
Aufzug hat sich geöffnet. Was ist das denn jetzt? Ich habe meine Fackel verloren. Kacke. Was ist das? Was ist das hier hinten, Leute? Hallo? Ich sehe nichts. Nein, ich gehe da nicht hin. Ich sehe nichts. Das Licht ist aus. Hallo? 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 Was ist das hier? Das kann nicht sein! Nein! Was war das denn für ein Monster, Bro? Ich konnte nichts machen, Leute. Ey, Leute, komm. Lasst auf ihre alle noch einen Daumen nach oben da und dann kriege ich ein extra Leben, okay? Ein Bonusleben bekomme ich, Leute, okay? Kommt. Weil das, ich konnte nichts machen. Wenn ihr jetzt alle einen Daumen nach oben da lasst, Leute, bekomme ich ein Bonusleben, okay? Kommt schon. Ich sehe, ihr habt fleißig den Daumen nach oben gedrückt. Das heißt, ein Bonusleben haben wir bekommen, Leute. Komm. Ein Bonusleben kriege ich, Leute. Kommt. Ein Bonusleben. Okay. Okay, Leute. Ich verspreche euch. Ich gehe mit dem Bonusleben sorgsam um. Deswegen, Leute, kommt. Wir schaffen das. Ich verspreche euch das. Wir überleben jetzt. Ja, Bruder, okay. Ich bekomme das gruseligste und schwierigste Level aller Zeiten. Was ist das? Wo zum Henker bin ich hier gelandet? Leute, das ist irgend so ein Gefängnis, aber das... hallo? Sir? Ich sehe nichts. Hallo, was ist das? Leute? Digga. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Welches Monster versteckt sich hier? Welches Monster? Hä? Warum? Alle Leute, alle verstecken sich im Fahrstuhl. Das ist kein gutes Zeichen. Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Wir haben überlebt! Oh mein Gott! Leute, das war so knapp! Holy shit! Puh! Puh, okay. Okay, das ist krass gewesen, Leute. Das ist krass gewesen. Okay, ich habe euch versprochen, ich gehe gut mit dem Bonusleben um. Okay, okay, Party ist vorbei, Leute. Party ist vorbei, Party ist vorbei. Was wartet hier auf uns? Hey, das ist ein Minenschacht, Leute. Was ist das? Guckt mal, hier ist so... Was ist das für ein Minenschacht? Hallo, ich sehe... Bruder, wer hat meine Fackel geklaut? Hä, sagt mal. Wer von euch hat meine Fackel geklaut? Digga, warum ist hier so ein blutiges Radio? Leute? Nee, warte mal. Ich habe das Gefühl, dieses Monster kommt schon wieder. Das erinnert mich gerade. Ich gehe zurück zum Fahrstuhl. Ich sage, ja, diese Map, die sieht mir irgendwie ähnlich danach aus, Leute. Als das nochmal... Was? Wie heißt... Leute, wie heißt dieses Monster nochmal? Das ist diese schwarze Katze. Wie heißt die nochmal? Ich hab's vergessen. Schreibt's in die Kommentare rein, Leute. Wie heißt diese schwarze Katze? Digga, warte mal. Die bricht ihnen das Genick, Leute. Hört ihr das? Hört ihr diese Genickbrüche? Diese Katze bricht den Leuten das Genick? Guck, da steht sie. Fang mich doch. Ah, was? Ich hab gesagt, war Spaß. Ich habe gesagt, war Spaß. Nein. Warum? Warum mache ich das? Warum mache ich das? Warum? Leute, ich wollte nur gucken, ob die mich angreift, weil die stand da so AFK rum. Ey, es tut mir leid, Leute. Ich habe das Bonusleben versenkt. Es tut mir leid. Okay, bitte noch eins. Noch eins, Leute. Noch wirklich versprochen. Noch ein letztes, bitte. Das ist... Ich wusste nicht, dass ich sterbe. Komm, lasst ein Abo da, Leute. Und dann kriege ich noch einen Bonus eben, okay? Eins, bitte nur eins. Kommt schon, Leute. Eins ist in Ordnung, oder? Eins, nur eins. Ein halbes. Ein halbes, Leute, okay? Ein halbes Bonusleben kriege ich, okay? Wenn ich jetzt sterbe, versprochen. Dann
Was das? Hallo? Bruder, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und warum liege ich hier so, als würde ich gleich mir in die Hosen kacken? Leute, guck mal. Also mein Kopf ist jetzt gerade in meinem Hintern drin. Okay, also so wie es aussieht, hier ist gerade noch ein bisschen Party, Leute. Hier ist gerade Party-Zwischenstopp. Party! Okay, Leute, ab jetzt, komm. Ab jetzt, versprochen. Ich reiß mich zusammen, Leute. Ein halbes Bonusleben. Puh, okay, Leute. Ich werde das Bonusleben nicht versenken. Versprochen. Leute, ich habe all meine Mut, all meine Energie zusammengenommen. Wir werden das jetzt überleben. Ich bin bereit. Ich bin bereit zum Kämpfen. Ey, nein, 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 nein. Nicht schon wieder, Bruder. Ich hab ein halbes Bonusleben und ich bekomme das, Bruder. Nicht schon wieder Amogus. Amogus, Leute. Nicht schon wieder Amogus. Leute, ich kann mich an Amogus erinnern. Der Imposter versucht immer alle mit seinem Messer abzuschlachten. Das ist so brutal. Das ist so brutal. Guckt euch das an. Der schlachtet alle mit seinem Messer ab. Ich bin zu jung zum Sterben. Ich bin zu jung zum Sterben. Wir haben überlebt, Leute. Ja. Wir haben überlebt, Leute. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Okay, Leute, kommt. Kommt. Wir schaffen das. Okay, kommt. Leute, kommt. Wir müssen noch eine Runde überleben. Komm, wenigstens noch eine letzte Runde überleben wir. Warte mal, was ist das denn? Oh nein, warte mal. Das ist wieder irgendein SCP-Raum. Das ist wieder irgendein SCP-Raum. Das ist ein SCP-Raum, Leute. Das ist ein SCP-Raum. Das ist ein SCP-Raum, ich sag's euch. Hier ist gleich irgendein SCP-Monster drin. Die Frage ist, welches? Welches SCP-Monster ist da drin, ist die Frage, Leute. Welches Monster ist es, ist die Frage. Wir gucken es uns an, Leute. Hä? Slenderman! Slenderman! Was? Digga, den habe ich voll vergessen, Leute. Ich habe Slenderman voll vergessen hier. Leute, guckt euch Slenderman an! Slenderman! Ich renn weg. Ich renn weg, Leute. Ich habe Angst vor Slenderman. Was? Leute! Wer von euch kennt noch Slenderman? Digga, als der im Hype war, das war irgendwie so gefühlt vor 10 Jahren oder so, Leute. Digga. Aber Leute, wir haben überlebt. Let's go! Das wird unsere letzte Runde sein, Leute. Unsere letzte Etage im Fahrstuhl. Wenn ich das überleben sollte, müsst ihr alle in die Kommentare schreiben, Lumex ist der Beste in Roblox. So ein Ding. So ein Ding ist es, Leute. Okay, kommt. Ich gebe jetzt mein Bestes, Leute, um das zu gewinnen. Beziehungsweise, um es zu überleben. Was? Warte mal, was ist denn das? Was? Was ist das denn? Spielen wir auf einmal Super Mario, oder was? Hä? Was ist das denn? Das ist ja voll lustig, Leute. Das ist ja übel lustig. Hä, warum ist hier so ein Käfig? Sonic? Das ist Sonic, Leute! Ey, Sonic, was geht? Ey, Leute, Sonic und ich sind beste Freunde. Schaut mal, der hat dieselbe Farbe wie ich. Sonic ist auch blau. Sonic, wer hat dich eingesperrt? Sonic? Warum siehst du so komisch aus, Sonic? Ist das Sonic? Das ist Sonic.exe, Leute. Nein, Sonic, ich hab gedacht, wir sind Freunde. Ich hab gedacht, wir werden Freunde, Sonic.
Und ihr könnt es schon sehen, ich befinde mich hier heute einfach mal in der großen Krabbe von Mr. Krabs. Denn Leute, ich habe gehört, dass einfach SpongeBob hier irgendwo lauern soll. Aber nicht der normale SpongeBob, sondern SpongeBob.exe. Und an alle, die nicht wissen, was SpongeBob.exe ist, also quasi alle lustigen Monster oder Cartoon-Charakter, die ihr kennt, die haben immer alle so eine .exe-Version und die ist quasi ziemlich böse. Also es gibt zum Beispiel Sonic.exe und noch viele weitere Monster. Und was es damit genau auf sich hat, werden wir heute herausfinden. Deswegen lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert Leute. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt direkt mal, denn unsere erste Aufgabe lautet, mit hinten versprechen, um zu bestellen. Also ich nehme an, dass es wahrscheinlich Thaddäus sein soll, oder? Wurde Thaddäus ausgetauscht mit so einem neuen Mitarbeiter? Ich kenne den gar nicht. Das sieht aber ein bisschen wie ein Tittenfisch aus, oder? Ist das Thaddäus auf Wish bestellt, Leute? Wir bestellen mal hier. Hallo, Sir, ich möchte bitte einen Cheeseburger essen. Oder warte, habt ihr vielleicht die geheime Krabbenburger-Formel? Was sagt er? Willkommen bei Krusty Krunch. Was könnte ich für dich bekommen? Ich dachte, ich bin in der großen Krabbe. Was ist denn das hier für ein Wischladen? Ich will einen Burger haben. Natürlicher Burger? Warum ist das alles das gleiche? Habt ihr nur einen Burger zur Auswahl, oder was? Ich nehme einfach den hier. Ein natürlicher Burger kommt gleich. Warum heißt der natürlicher Burger? Also, ich gehe davon aus, dass das normale Burger sind und jetzt keine vergifteten Burger oder so. Okay, dann, Mr. Herr Thaddäus auf Fisch bestellt. Ich, setz mich ganz kurz hin. Digga, Leute, ich habe keine Ahnung, was hier los ist in der großen Krabbe. Also, das ist die richtige große Krabbe. Aber anscheinend... Oh, Digga, was? Bin ich dumm? Bin ich dumm? Bro, da war doch gerade ein Monster, oder nicht? War das Patrick? Das war doch Patrick Star, Leute, oder nicht? Der da an der Scheibe geklebt hat. Digga, ich weiß, ich träume, aber ich schwöre, ich habe da gerade was gesehen. Da bin ich auch dumm, Leute. Also, wenn ihr es auch gesehen habt, lasst mal einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare. Aber ich könnte schwören, ich habe gerade irgendein Monster gesehen. Aber na gut. Ist jetzt mein Essen fertig? Hallo, Sir. Ich möchte jetzt bitte meinen Krabbenburger haben. Oder sogenannt den natürlichen Burger. Aber jetzt ganz kurz, bevor wir weiter ausbrechen, Leute, wie immer, checkt den Erstlink in der Beschreibung ab. Denn mein eigenes Roblox-Buch ist jetzt offiziell erhältlich. Ihr könnt es überall kaufen, wo es Bücher gibt. Oder einfach über den Erstlink in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze unbedingt ab, Leute. Und jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Was auch immer ein natürlicher Burger sein soll, sag mal. Ist er jetzt fertig oder muss ich bis morgen warten? Nein, es wird noch einige Zeit dauern, da wir wenig zu essen haben. Sag mal, wie, habt ihr keine Zutaten mehr oder was? Gibt es keine Möglichkeit, es ein bisschen schneller zu machen, bitte? Wir können es nach unten gehen, um die benötigten Patties zu holen. Sag mal, soll ich mir jetzt nochmal einen eigenen Burger machen oder was? Sag mal, was ist denn das für ein Service hier, hallo? Ich muss dich aber warnen, geh nicht in den letzten Raum des Korridors. Nee. Digga, das ist wie so ein typisches Horrorspiel. Ich muss jetzt in den Keller gehen, natürlich. Aber na gut, dann würde ich sagen, was soll's, Leute. Ich gehe jetzt... Nein! Ich gehe ganz bestimmt nicht da runter! Das ist... Also, wer da freiwillig runtergeht, der muss ja wirklich ein bisschen dumm im Kopf sein. Bitte! Ich würde jetzt gerne bitte einfach gehen und wieder... Warum ist die Tür zu? Warum hat er die Tür zugeschlossen? Ich würde gerne wieder rausgehen, ich möchte doch keinen Burger essen. Hallo! Ich möchte jetzt raus hier, bitte, hallo! Oh nein, Leute, ich bin am Arsch. Digga, was ist das denn? Jetzt mal ehrlich. Also, wenn ich da jetzt runtergehe und das überleben sollte, dann nennt mich Superman. Weil ich gehe mal sehr stark davon aus, dass ich jeden Moment von irgendeinem Monster aufgegessen werde. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn jetzt gleich SpongeBob.exe hier auf uns wartet. Aber wo sind jetzt die Burger Patties? Hallo? Also, er meinte, wir sollen nicht in den letzten Raum gehen. Die Frage ist halt, Leute, bisher habe ich keine Burger-Patties gefunden, also muss ich weitersuchen. Hallo? Sind hier vielleicht noch irgendwelche Burger-Patties? Hallo? Abgeschlossen. Digga, was ist das hier? Nein! Das ist eine Nummer zu viel! Ich drehe um! Nein! Ich gehe da nicht lang! Ich gehe da nicht lang! Ich habe da gerade etwas gesehen! Bruder, ich habe gerade gedacht, da stand... Bro, nein, 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 ich kann das nicht. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich kack mir jetzt schon ein. Ich habe mir gerade schon eingebildet, dass hier jemand steht. Das ist aber nur diese Tür und diese komischen, diese Geländer hier. Und so zusammen, das sah für mich aus, als wäre das so zwei Arme gewesen gerade, Leute. Ich fange hier schon an, wieder mir ganz komische Sachen im Kopf auszudenken. Weil ich könnte schwören, da hinten war gerade etwas. Hallo? Ich möchte nur einen Burger Patty. Und, hier ist eine Bärenfalle. Kann ich die kaufen? 50 Robux.
Für was brauche ich eine Bärenfalle? Laufen hier Bären rum oder was? Hallo? Ja, wie Fehler? Wurde gescammt oder wie? Gehört das zum Spiel dazu, dass ich im Robux gescammt werde oder was? Also was auch immer das hier gerade war, ich hole nur ganz kurz ein paar Burger Patties. Geh wieder nach oben. Okay. Also Leute, er meinte halt, wir sollen nicht in den letzten Korridor gehen, aber jetzt will ich schon irgendwie wissen, was da war. Abgeschlossen? Hallo? Warum mache ich das? Sag mal ehrlich. Bruder, er hat doch extra gesagt, nicht in den letzten Raum gehen. Warum bin ich denn so dumm und hab die Tür aufgemacht, Junge? War das Mr. Krabs? Ich hab keine Ahnung, es war irgendeine Riesenkrabbe. Ich glaube, es war Mr. Krabs, Leute. Ich glaube, der war sauer, dass wir hier jetzt die Burger-Patties klauen, aber ich brauche das für meinen Burger. Ich schleiche mich jetzt einfach wieder nach oben, als wäre nichts gewesen. Lalala. Oh, here we go. Ich hab den... Ist das Patrick? Patrick, dir geht's, glaube ich, nicht so gut, oder? Vielleicht solltest du schlafen gehen. Du siehst ein bisschen müde aus. Also ich weiß nicht ganz, Leute, aber ich glaube, Patrick geht's nicht so gut. Egal. Wir essen jetzt einen Burger. Hier ist das Burger Patty. Ich hab's besorgt. Jetzt bitte einmal hier einen saftigen Krabbenburger, ja? So. Ich? Du gehst und kochst selbst? Ich soll selber kochen? Für was bezahle ich euch eigentlich? Kochen Sie die Pastete in der Küche. Das ist meine nächste Aufgabe. Also ich soll jetzt hier auch noch anfangen mit Kochen. Oder was jetzt, hä? Ihr müsst doch alle spinnen oder was. Und du passt ein bisschen auf, dass der hier nicht einbricht oder so. Weil, also, der sieht ein bisschen hungrig aus. Du machst das, okay? Ich habe keinen Bock, dass Patrick hier gleich reinkommt und uns aufisst, Leute. Weil der sieht ein bisschen komisch aus. Also ich weiß nicht, ob der so normal aussieht, aber... Okay, ich gehe jetzt einmal hier bitte die Burger-Patties braten. Schön auf den Grill. Zack, zack, zack. So, jetzt einmal hier aufs Brötchen drauf machen. So, hier mal ein bisschen Soße drauf. Und jetzt ist unser Burger auch schon fertig. So, Herr Tintenfisch, passt das so? Du kannst dich jetzt hinsetzen und dein Essen genießen. Ja, werde ich machen, weil schlussendlich, ich habe es ja selber auch gekocht. Musste mich vorher in irgendeinen Keller reinschleichen, wo ich aufgegessen wurde von einer Riesenkrabbe. Deswegen, ja, den werde ich mir jetzt ganz bestimmt schmecken lassen. So, Leute, jetzt mampfe ich mir aber den Burger rein hier. So ein Ding ist das. So. Leute, den Burger haben wir aufgegessen und... Patrick? Also, kannst du aufhören? Das nervt. Nur, wir haben jetzt das Problem, Leute. Ich weiß nicht, wie wir jetzt gleich hier rauskommen sollen. Junge, dieser Patrick steht da die ganze Zeit vor der Tür. Und, also, ich will jetzt nicht sagen, aber... Der sieht jetzt nicht so danach aus, als würde der uns einfach gehen lassen. Also, ich glaube, der ist ein bisschen hungrig. Deswegen, ich bezahle jetzt hier einfach, Leute. Und dann müssen wir irgendwie einen anderen Weg hier rausfinden. $89? Sag mal, kracht's jetzt komplett oder was? Egal, Leute, Hauptsache wir kommen raus hier, okay? Macht nichts. Das Ding jetzt, ich habe nicht so viel Geld dabei, sehe ich gerade, Leute. Was machen wir jetzt? Ich sagte, es wird 79,99 sein? Hä, wieder macht den Preis höher, sag mal, spinnst du? Das war noch gerade noch 87 oder so. Was für 79 auf einmal? Also, ich habe jetzt gerade nur $38 bei mir. Also, sagst du gerade, dass du nicht genug Geld dabei hast? Ja, aber ich meine, ich habe ja selber gekocht. Also macht es ja keinen Sinn, dass ich den von Preis bezahlen muss, oder nicht? Hallo? Der sagt nichts mehr, Leute. Aua. Ah, was um alles in der Welt? Was ist gerade passiert? Warum? Hallo? Rauslassen! Hallo, warum bin ich eingesperrt? Was ist passiert, Leute? Hä? Hat mir einer über den Kopf gehauen oder was? Hallo, ist hier... Plankton? Was machst du denn hier? Was hat diesen Krabben dazu gebracht, dich hier einzusperren? Ja, das frage ich mich auch. Ich wollte nur einen Burger essen und jetzt bin ich hier gelandet. Und ich hatte nicht genug Geld dabei. Muss ich ehrlich sagen. Aber das ist ja kein Grund, mich jetzt hier einzusperren. Also... Diese gierige Krabbe ist nichts anderes als ein Mobber. Ja, ja, ist ein bisschen gemein, ich verstehe schon. Aber ich kann ihn auch verstehen. Ich habe nicht genug Geld dabei gehabt. Aber die wollten, dass ich meinen Burger selber mache. Ich muss selber die Patties holen gehen. Ich muss den Burger selber braten und so. Und wie wir hier rauskommen? Ja, ja, das ist eine berechtigte Frage. Also da ist ein Schloss oder so. Vielleicht können wir es knacken oder so. Ich weiß nicht. Du könntest versuchen, den richtigen Code einzugeben. Ja, das könnten wir versuchen. Und ist wahrscheinlich auch unsere einzige Möglichkeit. Ja, das Ding ist jetzt, Leute.
Was für einen Code müssen wir eingeben? Warte mal, ist hier irgendwie ein geheimes Zeichen, Plankton? Siehst du irgendwas? Warte mal, ich kann den freilassen? Mit einer Brechstange. Hammer? Plankton? Ich hole dich dann gleich hier raus. Ich brauche nur eine Brechstange, aber ich finde gerade keine. Okay, lass mich erstmal ganz kurz gucken. Was müssen wir hier machen? Ich glaube, wir müssen die Nummer angeben, wie viele Sterne, wie viele Knochen, wie viele Bücher, wie viele Kreise hier sind im Raum. Und das Ding ist, es ist eigentlich ganz einfach, weil schaut mal, da ist ein Stern, da sind zwei Sterne. Ist hier noch einer? Ich glaube nicht. Das heißt, zwei Sterne, dann Knochen haben wir 1, 2, 3, 4. Merken wir uns, 2, 4. Können wir das schon mal eingeben? 2, 4. Speichert das? Oh, das speichert nicht. Okay, merken wir uns einfach 24 im Kopf, Leute. Dann Kisten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 24, 5, 245. Merken wir uns. Und so eine Orange haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir 5, 245, 245 und eine 5. What? Das hat funktioniert, Leute. Ich bin ein Mathe-Genie. Ich habe das Schloss geknackt. Und jetzt müssen wir ein Brecheisen finden und eine Brechstange, um Plankton hier zu befreien. Okay, Plankton. Ich schau, dass wir dich hier befreien irgendwie. Oh, nee. Jetzt bin ich wieder hier, Leute. Oh, ich hoffe, Mr. Krabs ist nicht hier unten und wartet auf mich. Warte, hier ist eine Brechstange, Leute. Ich hab sie. Okay. Plankton, ich komme. Ich lass dich frei. Okay, Plankton. Hier ist ein Brecheisen. Einmal Schloss aufbrechen, zack. Und raus mit dir. Danke, dass du mich freigelassen hast. Kein Problem, Plankton. Okay. Wir sollen jetzt eine Code-Datei finden. Plankton? Plankton? Hallo? Wo bist du hin? Ich glaube, wir sollen jetzt die Krabbenformel finden, Leute. Weil ihr wisst ja, Mr. Krabs versteckt irgendwo immer seine geheime Krabbenformel für die geheimen Burger. Und die sollen wir jetzt anscheinend finden. Ist es vielleicht hier drin? Hier ist ein Computer. Schaut mal, kann ich hier was eingeben? Geben Sie den Code ein, um den Alarm abzuschalten. 308... 6, 3086 3086 3086. Aber welchen Alarm? Ist hier ein Alarm angegangen oder was? Hallo? 3086. Hä? 3086. Ich muss mir das merken, Leute. 3086. 3086. Hä, wo muss ich lang aber, Leute? Hier hoch? Hallo? Oh nein. Hier bin ich vorhin gestorben, Leute. Wisst ihr das noch? Hier war dieser Mr. Krabs. Oh mein Gott, ich habe so Angst gerade. 3086. Du schaffst das, Lumex. 3086. Guck mal hier. Hier ist bestimmt die geheime Krabbenformel, Leute. Hier hinter. Hier hinter ist sie. Okay. Okay. 3, 0. Oh, warte. 3, 0, 8, 6. Bam. Plankton, wir haben sie, die geheime Krabbenformel. SpongeBob.exe. Ah, woher kommt der denn? Hallo? Leute? Meine einzige Aufgabe lautet rennen. Ich vermute mal, das wird einen Grund haben. Hier lang? Leute, meint ihr, SpongeBob ist hinter mir? Ich sehe ihn nicht. Hallo? Hallo, SpongeBob? Ah! SpongeBob.exe verfolgt mich, Leute! Ah! Lass mich raus, bitte! Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Warum ist er so schnell? Warum ist er so schnell? Warum ist er so schnell? Leute, ich bin am Arsch. Leute, ich habe euch alle ganz so lieb. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert. Aber ich glaube, das ist mein letztes Video. Der hat mich gleich. Das Ding ist durch. Ah! Renn, Bro. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ich bin zu jung, um zu sterben. Bitte. Bitte lass mich bitte nicht sterben. Bitte, bitte, bitte nicht sterben. Wo lang? Wo lang? Wo lang ist er hinter mir? Ich weiß nicht, Leute. Wohin muss ich? Wohin muss ich? Hallo? Wo ist der Ausgang? Hallo? Hier lang? Oh nein, hier ist ein Code schon wieder. Hier ist wieder ein Code. Oh nein. Ich muss irgendeinen Code finden, Leute. Hallo? Wo lang? Junge, ich muss irgendeinen Code finden, Leute. Hä, ist hier eine Sackgasse? Hier geht's nach unten. Was ist das? Digga, warte mal ganz kurz. Ist das gerade wirklich passiert?
here we go. Wir sind im Spiel angekommen und ja, ich denke, euch allen sollte es auffallen. Es ist ein bisschen gruseliger als sonst, denn ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber wir befinden uns hier einfach mal in der Grimace Shake Fabrik. Also, ihr seht schon, da vorne ist irgendwie so ein Grimace Mitarbeiter. Moment, der Timex hier. Hier flackert auch überall das Licht und überall sind auch so komische Flecken von Grimace Shakes. Da stehen sogar zwei Grimace Shakes. Also, falls ihr nicht wusstet, wie die aussehen, das sind sie. So sehen die Grimace Shakes aus. Und wir werden heute auch im Laufe des Videos einen von diesen Grimace Shakes trinken. Und werden mal schauen, was passiert. Ansonsten würde ich sagen, hoffen wir mal, dass wir irgendwie einen Weg hier rausfinden. Ich glaube, hier hat sich gerade die Tür geöffnet. Es muss eigentlich einen ganz simplen Weg. Oh mein Gott, ich habe mich gerade gefragt, was da so komische Geräusche macht. Habt ihr das gesehen? Das war einfach Grimace. Der scheint also hier rumzulaufen. Von da kommen also diese komischen Schritte. Renn! Oh, Grimace! Oh, wir müssen uns verstecken, schnell rein hier. Oh, versteckt euch. Hier sind auch noch andere Spieler. Oh, oh mein Gott. Freunde, einfach Grimace läuft hier rum. Alter! Ich wollte gerade sagen, was macht hier so komische Geräusche? Aber anscheinend ist das Grimace, der hier rumläuft. Okay, Grimace ist wieder da. Wir sollten lieber schnell rennen. Oh, hier geht's nicht weiter. Oh. Hier ist eine Sackgasse. Ja. Digga, Freunde... Wir sind wieder hier gespawnt, in der Spawn-Area. Also ihr habt gesehen, wir sollten Grimace nicht zu nahe kommen, sonst frisst ihr uns einfach auf. Oh. Ah! Digga. Okay, danke Grimace. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, dass du mich aufisst. Ja, Leute. Ansonsten, ihr seht schon, hier stehen überall diese Grimace Shakes rum. Diese müssen wir nämlich auch einsammeln. Ihr seht oben, da steht so eine 1 von 12. Wir müssen hier jetzt nämlich alle 12 Grimace Shakes finden, weil dann können wir nämlich hier durch diese Tür durch. Aber wir sollen erstmal schnell rennen, denn sonst ist uns Grimace gleich wieder auf. Und warte mal, ich sehe gerade, es gibt auch Taschenlampen. Ah, perfekt. Danke für die Info, dass es Taschenlampen gibt. Also gut zu wissen, dass es hier auch eine Taschenlampe gibt, falls es zu dunkel wird. Grimace? Grimace! Nein, Lumix, nein! Oh, schnell hier rein. Okay, wir müssen uns kurz beruhigen. Freunde, wir haben einen Shake bisher gefunden, ne? Aber wir brauchen insgesamt 12 Stück und... Warte mal, hier steht was, Red Key. Hier ist ein roter Schlüssel. Freunde, wir haben jetzt hier so einen roten Schlüssel. Schaut mal. Ich glaube, es gibt hier nämlich auch so wieder verschiedene Räume, wo man nur mit einem Schlüssel reinkommt. Und ich glaube, in diesen Räumen verstecken sich dann unter anderem auch, weitere Grimace Shakes. Das heißt, wir gucken mal. Da ist jetzt zum Beispiel ein rosanes Schloss. Das heißt, wir können hier schon mal nicht rein. Wir brauchen eine Tür mit einem roten Schloss. Wir gucken mal. Das Ding ist auch, wir sollten jetzt nicht mehr sterben, weil sollten wir jetzt nochmal sterben, dann, dann ist unser Schlüssel und unser Grimace Shake weg. Deshalb schauen wir mal. Warte mal, nee, da ist ein gelbes Schloss. Da ist Grimace! Oh, und hier ist ein weiterer Shake. Zwei Stück haben wir. Okay, sehr gut, wir gucken weiter. Also ich bin mir jetzt... Oh, ehrlich gesagt gar nicht sicher, wo hier diese rote Tür ist. Aber wir sollten erstmal gucken, dass wir Grimace entkommen. Warte mal, hier ist die gelbe Tür. Hier ist nur ein leerer Raum. Wo ist eine Tür mit einem roten Schloss? Ansonsten wartet mal, hier ist noch ein dritter Grimace Shake. Sehr gut, den müssen wir aufheben, Leute. Jetzt haben wir schon drei Stück, das ist eigentlich voll gut. Die Frage ist jetzt nur... Grimace! Ah! Wo ist die Tür mit dem roten Schloss? Hier vielleicht? Hier ist auch nichts. Hä, ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Hier ist ein gelbes Schloss. Da brauchen wir einen gelben Schlüssel. Okay, wartet. Wir gehen nochmal hier in den Raum rein. Denn hier oben haben wir ja diese Karte. Ich glaube, wir können uns diese Karte ja bestimmt zu Nutzen machen, um zu schauen, wo die rote Tür ist. Und schaut mal. Die rote Tür... scheint da ganz am Ende zu sein.
Wir müssen jetzt einmal hier, hier ist der Spawn, Freunde. Wir müssen jetzt einmal hier die rechte Tür nehmen, dann einmal rechts abbiegen, geradeaus und dann links. Wir merken uns. Rechts, rechts, links, links. Das kriegen wir hin, Freunde. Komm schon. Einmal rechts abbiegen, dann einmal links abbiegen und nochmal links abbiegen. Hier ist ein neuer Grimace Shake, den tüten wir ein und hier geht's nach oben, wartet mal. Boah, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Ich hoffe nur, dass jetzt hier kein weiteres Monster ist, weil es sieht ein bisschen gruselig aus. Hier muss aber jetzt irgendwo eine Tür sein mit einem roten Schloss, theoretisch. Wo sind wir hier? Okay, warte mal, wo sind wir hier? Da geht's nicht weiter? Da auch nicht? Ich glaube, hier irgendwo muss das sein. Wartet mal. Kann ich hier rein? Nee. Ah, warte, hier! Wir haben es gefunden, Freunde! Da ist die Tür mit dem roten Schloss! Oh, wir sind sehr gut, sehr gut. Jetzt nehmen wir uns den Schlüssel einmal und machen einmal hier die Tür auf. Oh, wir sind weiter, sehr gut. Und da ist der nächste Grimace Shake und der nächste Schlüssel. Leute, hier haben wir ihn, den blauen Schlüssel. Sehr gut, wir sind auf der richtigen Spur. Jetzt müssen wir eigentlich nur zurück zum Spawn, um da einmal zu... Ah, nee, warte mal. Hier ist auch noch ein Grimace Shake. Und hier ist nochmal eine Karte. Okay, schaut mal. Wir befinden uns jetzt hier gerade genau da, wo dieses rote Feld ist. Da ist nämlich so ein blaues Viereck. Da steht für den blauen Schlüssel. Wir müssen jetzt zur blauen Tür. Das heißt, wir müssen eigentlich nur den ganzen Weg zurücklaufen. Und direkt am Spawn hier um die Ecke ist das. Ja, okay, dann machen wir das mal. Dann laufen wir mal den ganzen Weg zurück. Einmal hier runter. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht aufgegessen werden von Grimace! Nein, wir dürfen nicht sterben. Oh mein Gott! Bro, das war so knapp! So knapp! Hier war nämlich die blaue Tür, habt ihr es gesehen? Ich habe gerade die blaue Tür aufgemacht. Für euch jetzt hier nochmal eine kleine Re-Einblendung. Ihr habt gesehen, wie knapp das war. Grimace hätte uns fast bekommen. Aber ich habe gerade die Tür aufgemacht mit dem blauen Schlüssel. Weil das Ding ist halt, wenn Grimace uns jetzt killen sollte, dann ist alles weg. Dann müssen wir von vorne anfangen und das wollen wir nicht. Deshalb, wir sammeln den nächsten Grimace Shake ein. Jetzt ist nur die Frage der Frage. Uns fehlen immer noch 5 Stück. Und ich weiß nicht, wo wir die herbekommen sollen. Das heißt, wir gucken mal. Oh, wir brauchen noch einen grünen Schlüssel. Warte mal, wir brauchen einen grünen Schlüssel. Ab nach oben. Da ist eine grüne Tür. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen grünen Schlüssel. Wisst ihr was? Wir gucken noch mal ganz kurz auf den Bauplan. Hier, wo sich der grüne Schlüssel befindet. Warte, wo ist denn der Bauplan? Hier ist er. Okay. Okay, wartet. Hier ist der Spawn. Wir müssen beim Spawn links. Links lang laufen. Geradeaus. Dann die nächste links. Einmal geradeaus. Rechts und dann in den Raum rein. Da ist der grüne Schlüssel. Okay, wir merken uns das. Wir müssen zum Spawn, Freunde. Okay. Warte mal. LOL! Was ein Zufall! Hier ist sogar der Raum für den grünen Schlüssel, aber der grüne Schlüssel, der ist nicht da! Den hat schon jemand anderes mitgenommen! Aber okay, warte, es stand da, es gibt 2 Locations. Das heißt, hier muss irgendwo noch eine 2. Location sein. Hier vielleicht? Ja, hier ist er. Der grüne Schlüssel und noch ein weiterer Grimace Shake. Jetzt haben wir schon 9 Grimace Shakes. Wir sind nicht mehr weit entfernt, Freunde. Wir haben den grünen Schlüssel. Wir haben ihn. Da ist er. Das war sogar voll lucky, dass wir ihn gerade so zufällig gefunden haben. Jetzt müssen wir nur gucken, weil Grimace rennt hier irgendwo rum. Ich bin mir nur nicht gerade ganz sicher, wo. Da ist er. Grimace! Oh, Leute, wir müssen rennen. Wir müssen nochmal zum Bauplan. Wir müssen schauen, wo die grüne Tür ist. Okay, warte, wir sind da. Wir sind in der Safe Area und wir gucken einmal auf den Bauplan. Hier ist der Spawn. Die grüne Tür ist da oben. Wir müssen wieder rechts lang laufen. Rechts, geradeaus, links. Und da drin ist dann der gelbe Schlüssel. Okay, dann würde ich sagen, merken wir uns das. Rechts, rechts, links. Kriegen wir hin, Freunde. Rechts, renn, rechts und links. Da ist die grüne Tür. Schnell aufmachen, Grimace, kommt! Oh mein Gott. Knapp. Okay, warte. Hier ist der nächste Grimace Shake. Tüten wir ein. Und da ist der gelbe Schlüssel, Ladies and Gentlemen. Den tüten wir auch mal ein. Und dann rennen wir mal schnell zurück. Oh, oh, in die Spawn Area. Und schauen mal schnell, wo, ja, wir den gelben Schlüssel verwenden müssen. Und zwar, seht ihr, müssen wir, oh, das ist ein bisschen komplizierter jetzt. Wir müssen einmal rechts, dann geradeaus, links, geradeaus rechts. Wir merken uns wieder. Rechts, links,
rechts und dann wieder rechts. Wir warten, bis die Tür aufgeht, kriegen wir hin. Los geht's. Rechts, links, rechts. Krimis kommt! Irgendwo hier! Irgendwo hier! Da! Ja! Mach die Tür auf! Rein da! Das war wieder richtig knapp. Aber wir sind richtig. Hier ist der nächste Krimis Shake und der pinke Schlüssel. Und Ping hatte ich sogar gerade auf dem Weg gesehen. Das war irgendwo hier ganz in der Nähe. Und das ist dann sogar, glaube ich, die letzte Tür, Freunde. Das müsste die letzte Tür sein! Ihr seht's, 11 von 12 Krimis Shakes! Die Frage der Fragen ist jetzt nur... Ah, da ist Krimis! Oh! Wo war die pinke Tür? Pink! Wo ist die pinke Tür? Da! Oh, oh! Oder das war wieder so knapp, Alter! Aber Ladies and Gentlemen, sie haben es geschafft! Da ist der letzte Krimis Shake! Okay, a door has opened. Jetzt müsste sich diese Holztür da geöffnet haben. Wir laufen einmal hier entlang. Irgendwo hier war das. Ich glaube hier jetzt rechts. Ja, die Tür hat sich geöffnet. Hier ist ein weißer Schlüssel. Oh, man kann noch einen schwarzen Schlüssel sich besorgen. Den haben wir aber nicht. Egal, Freunde. Ich würde sagen, hier ist anscheinend der Ausgang. Ich hoffe mal, das war's jetzt. Wir haben jetzt noch einen weißen Schlüssel. Keine Ahnung, was da gut ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hier rein. 3, 2, 1. Es lädt. Du bist entkommen! Du bist entkommen. Wheelumace 22. Congratulations. Ladies and Gentlemen! Ich glaube, wir haben es geschafft. Hä? Aber du bist nicht frei. Wie? Du bist nicht frei. Was soll das heißen, Grimace? Was soll das bedeuten? Happy Birthday? Was? Okay, Freunde, wir sind wieder im Spawn gelandet. Ich sehe jetzt gerade, hier im Spawn wäre ein weißes Schloss gewesen. Das heißt, wir hätten eigentlich zurücklaufen müssen, um hier in diese Tür reinzuschauen. Egal, wir sind jetzt ins Ziel rein. Ihr seht unten, wir haben den ersten Sieg geholt. Wenn ihr also Bock habt auf einen zweiten Teil, wo wir uns einmal hier diese weiße Tür anschauen und auch einen schwarzen Schlüssel für die schwarze Tür am Ende finden, dann lasst alle mal ein Like und ein Abo da und schreibt mal eure Meinung zu Krimis in die Kommentare. Was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, wir haben in diesem Video jetzt insgesamt 12 Krimis Shakes gedruckt, was auf jeden Fall eine Menge war. Ja, wir werden mich heute einfach mal selbst anrufen in Roblox und wir schauen einfach mal, was ich nachts um 3 Uhr so in Roblox mache, Leute. Also, ich habe ein bisschen Angst, weil, Leute, wir werden mich einfach selbst anrufen. Checkt ihr das? Wir werden mich einfach in Roblox anrufen. Einfach Lumex. Werden wir in Roblox anrufen? Wir werden ihm zuerst auch schreiben. Aber bevor wir das machen, werden wir natürlich wie immer erstmal ein paar andere Kontakte abchecken. Zum Beispiel haben wir auch ein neues Monster erhalten, und zwar Catnap. Die können wir auch anrufen, Leute. Aber ich würde sagen, Leute, bevor wir jetzt mich und Catnap anrufen, gucken wir, dass wir vielleicht noch irgendein anderes Monster anrufen, was wir noch nicht angerufen haben. Ich glaube, wir haben eigentlich schon fast jedes Monster hier durch aus der Liste. Bis auf zum Beispiel Jake, Leute, von Subway Surfers. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Subway Surfers noch spielt. Also ich nehme an, jeder von euch hat es schon mal gespielt. Und deswegen wird es jetzt umso spannender, Leute. Weil, soweit wir wissen, Jake ist ja so ein Typ, der rennt vor der Polizei weg. Der sprayt erst so Graffiti-Leute, dann rennt man ja vor der Polizei weg da und macht so ein Parcours. Deswegen würde ich jetzt einfach mal schreiben, er rennt ja immer vor der Polizei weg und wir schreiben jetzt einfach mal, bist echt langsam, du Schnecke. Also, der wird das jetzt bestimmt nicht ernst nehmen. Ist ja nur ein Spaß. Oh, was? Er hat geschrieben, ich weiß, wo ich wohne. Hä? Junge, der hat gar nicht auf meine Frage geantwortet. Ich hab gesagt, du bist langsam. Er schreibt mir, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß aber auch, wo du wohnst. Also eigentlich weiß ich es nicht, aber wir schreiben es einfach trotzdem, Leute. Vielleicht können wir ihm auch ein bisschen... Sei vorsichtig. Hä? Was macht das so auf cool, Junge? Ich dachte, du bist korrekt, Jake. Wir schreiben jetzt, ja, dann geh mal weiter Subway. Schreibt man das so? Ich weiß gar nicht. Subway? Surfers? Spielen... Das ist dein Lieblingsspiel, Leute, oder? Geh mal weiter Subway Surfers spielen. er schreibt nicht mehr zurück, Leute.
Ich glaube, es ist nicht so gut. Hey, Jay, komm schon. Ey, wir können doch über alles reden. Vielleicht ist er auch einfach wirklich weiter Subway-Servers spielen gegangen. Aber, wir schreiben jetzt nochmal. Hallo? Bist du noch da? Hä? Das ist meistens kein gutes... Oh, er schreibt wieder, er schreibt. Boah. Hä? Er hat ein Foto geschickt. Das ist ein Bahnhof. Und da steht jemand. Das sieht aber so ein bisschen wie so ein Geist aus. Aber gut, Leute. Ich glaube, Jake, der rennt ja immer so auf Bahngleisen, ne? Ja, er treibt sich also am Bahnhof rum. Meint ihr, das ist Jake in Real Life, Leute? Wir fragen mal. Bist das du? Fragezeichen? Das verrate ich dir nicht. Ja, ey, warum schickst du mir ein Bild von dir, Junge? Ey, Leute, ihr müsst jetzt mal zeigen, wo der Hammer lang geht. Wir sagen jetzt, pass mal auf. Mein Highscore in Subway Surfers ist 10-mal so groß wie deiner. Hm. Ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was euer Highscore in Subway Surfers ist, Leute. Aber er schickt schon wieder ein Foto. Hallo. Warum schickst du... Hey, was ist das? Das ist ein kaputter Zug, Leute. Ey. Ey, hör mal auf. Hör mal auf, so komische Bilder zu schicken. Oder ich, klatsch. Also, mach nur Spaß, Leute. Ja, finde das bestimmt cool, wenn wir das schreiben. Ich meine, ein bisschen Spaß muss ja sein. Wir schreiben jetzt einfach, oder ich klatsch dir. Deine, oh. Ich hätte schreiben müssen eine. Egal. Du hast einen Fehler gemacht. Ey, ich hab nur Spaß gemacht. Ey. Hä, warum nimmst du das direkt so ernst, Leute? Hey, komm schon, Jake. Was? Wie ich soll rennen? Ich renne nicht gerne, ich sitze gerne. Ich gehe raus, das reicht mir. Hä? Nee, Leute, wir rufen Jake jetzt an. Der will mir hier Angst machen und sagt, ich soll rennen. Ich renne nirgendwo hin. Wir rufen dich jetzt an. Und dann kannst du mir mal erklären, was das hier soll, Jake. Denkst du auch, du kannst hier große Makar im Internet machen, ne? Hier, kleiner Vogel, lo. Da denkst du auch, du bist cool, ne? Oh mein Gott. Polizist auf dem Boot. Jake! Ey, komm schon, Bro, was hast du mit dem Polizisten... Yo, was hast du mit dem Polizisten da gemacht, Jake? Yo! Digga, hallo! Leute, was hat er mit dem Polizisten da gemacht? Hallo, ich mach ein Beweisfoto. Oh! Ich mach ein Beweisfoto, Jake, Junge. Ich geh zur Polizei da. Ja, okay, die Polizei ist schon tot. Yo, Jake, was geht, Mann? Ich will dir keine klatschen. Das war nur ein Spaß. Wenn du willst, können wir ein Rennen machen. Da können wir gucken, wer einen größeren Highscore knackt. Hallo, ich rede mit dir. Ey, jetzt ist er weggegangen, Leute. Hallo. Ey, mein Akku ist gleich leer oben rechts, Leute. Guck mal, ich habe nicht mehr viel Akku. Ich mache ein Foto. Ich habe Fotos von dir gemacht. Ich gehe zur Polizei. Oh. Ey, okay, war nur ein Spaß. Ich gehe nicht zur Polizei. Jake, brauchst mich nicht so angucken. Also, wir könnten über alles reden, Bro. Ich habe das alles nicht so böse gemeint, Mann. Oh, Foto. Junge, ey. Okay, ich lösche ja schon. Ich lösche die Fotos. Okay, ist gut, Bro. Jake. Ich lösche die Fotos. Bitte, tu mir nichts, Jake. Bitte. Du kleiner 31er. Oh mein Gott, Junge. Du ekelhafter. Ich hätte es wissen müssen. Das war so klar. Ey. Junge, warum ist das so laut gewesen? Ey, Leute, ich glaube, Jake fand das nicht so cool, dass wir ein Foto gemacht haben. Ich gehe trotzdem zur Polizei. Blöd, Mann. Hier. Wartet, Achtung, Leute. Ich schreibe ihn nochmal. Blöd, Mann. Und jetzt gehe ich raus. Oh. Dann hat er noch was geschrieben? Egal, wir blockieren ihn einfach, Leute. Ich weiß nicht, ob es schon an der Zeit ist, Leute, Catnap anzurufen. Meint ihr, wir sollen jetzt schon Catnap anrufen? Bevor wir mich selbst anrufen? Ey, Leute, ich weiß nicht. Catnap ist halt auch neues Sagiwagi-Monster, ne? Ich glaube, Catnap ist auch übertrieben und gruselig. Ich habe sie ja auch schon besiegt im richtigen Spiel. Wir haben das komplette Spiel durchgespielt. Deswegen, ich würde sagen, also an sich, Leute, fand ich Catnap... Ich fand sie schon gruselig, aber ich finde Hagiwagi fast ein bisschen gruseliger. Aber okay, wir gucken mal. Wir fragen einfach mal, hallo, was machst du so? Vielleicht ist Catnap ja eine ganz normale Katze, Leute. Wir fragen einfach mal. Sie schreibt doch direkt zurück. Wie, warum? Ja, hä? Weil darum halt. Hä? Was ist das denn für eine Frage? Oh, sie schreibt direkt wieder zurück, Leute. Aber die will uns pranken, Leute. Die will uns pranken. Wir schreiben jetzt darum. Ausrufezeichen. Hä? Ist sie blöd, Leute? Oder ist sie... Sie schreibt hallo. Sag mal, rede ich gegen einen Schrank oder so? Wir schreiben jetzt, was bist denn du für ein Fahrrad? Richtiges Fahrrad, Leute. Was bist denn du für ein Fahrrad?
Oh, Leute, jetzt hat sie warum schon groß geschrieben mit Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich glaube, sie wird ein bisschen ernster. Schreiben wir jetzt einfach, du stinkst. Geh mal duschen. Oh Mann, Leute. Oh, oh mein Gott. Sie hat ein Foto geschickt. Warte mal, was ist das? Oh mein Gott, Junge, Catnap, entspann dich mal. Junge, was macht die in der Schule? Ist sie keine Kinder oder was? Ey, lass mal die Kinder in Ruhe. Sag mal. Ey, Leute, ich glaube, Catnap spinnt ein bisschen. Ich glaube, die ist gerne Kind. Die waren lecker. Wie die waren? Ich sag nicht, Catnap ist gern Kinder. Oh, Monster. Ey, Leute, wir müssen die Polizei rufen. Die ist gern Kinder. Sie schreibt ja. Ja, ja, ja. Nicht ja. Das ist uncool. Hä? Ich kann doch keine Kinder aufessen, Leute. Und du bist der Nächste? Wie, ich bin der Nächste? Ich glaube, die will uns auch aufessen. Nee. Ich schmeck nicht so gut. Wir müssen noch irgendwas dazu schreiben. Und jetzt, jetzt mach Sitz. Jetzt mach Sitz. Ist zwar eigentlich eine Katze und kein Hund, Leute, aber vielleicht können wir sie ein bisschen ärgern. Ich glaube, die mag das nicht so, wenn man sie... Sie schreibt schon wieder, warum. Ey, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's! Ich gehe jetzt zur Polizei. Leute, wir gehen jetzt zur Polizei. Wir machen jetzt eine Anzeige gegen Catnap. Oh. Ich glaube, die findet das nicht so cool. Sie schreibt wieder nicht zurück. Ey! Junge, antwortet doch, oder Mädchen, oder was auch immer du bist. Ja, wir schreiben zu spät. Hab schon eine Anzeige gemacht. Ha. Geh bald ins Gefängnis für dich. Oh, sie schreibt wieder. Oh nein, ein Foto geschickt schon wieder. Oh. Ey, Leute. Ich glaube, sie ist ein bisschen saurer geworden. Guck mal hier. Was war das gerade für ein Geräusch? Bin ich dumm? Ey, ich höre gerade... Leute, ne, ich höre gerade auf alles. Hä? Guck mal, hier hat sie noch so geguckt. Ist okay. Und guck mal, wie sie jetzt guckt. Bäh! Junge, wie ekelhaft! Bah! Wie hässlich siehst du denn aus? Hä, Leute? Ich muss gar nicht, das Catnap so komisch aussieht in Real Life. Sie schreibt, du siehst hässlich aus. Ah, hör mal. Ich glaube, es geht los hier. Hä? Wir sagen einfach, ich sehe... Junge, du... Junge, was stimmt nicht mit dir? Was schickt die mir so komische Fotos? Keiner mag dich. Und wir schreiben jetzt... Geh mal weiter. Fortnite spielen. Ey, das ist echt dumm, Leute. Das ist echt dumm. Wir haben einfach geschrieben, keiner mag dich. Und jetzt gehen wir weiter vorne. sie fragt, ob ich noch irgendwelche letzten Worte habe. Aber, Leute, wisst ihr, was ich darauf sagen würde? Ich sage einfach gar nichts. Macht den Chat zu. Und wir rufen sie an und fragen sie es einfach persönlich. Tja. Ich sage euch, Leute, die wird nicht damit rechnen, dass wir jetzt einfach anrufen. Und ja, jetzt mal hier direkt... oh mein Gott, Junge! Übertreib. Nee, okay, die ist echt ein bisschen gruseliger, als ich dachte, Leute. Meint ihr, die hört mich? Checkt ihr überhaupt, dass ich da bin, Leute? Ich mach ein Foto schnell. Oh, ich hab ein Foto gemacht, Leute. Hallo? Hätte. Oh! Ah! Oh mein Gott, Digga! Bro, okay, nein, stopp, das ist ein bisschen. Oh mein Gott, Oma! Hätte, wir können über alles reden, komm schon! Ich habe Catnap ein bisschen unterschätzt, ich sag euch ehrlich. Wir sind in diesem komischen Spielzeugparadies von Haki Waki. Und es passiert einfach gerade gar nichts. Oh mein Gott. Digga, ey, komm schon, Catnap, mach dich diese Spielchen. Wir können über alles reden, Catnap, komm schon. Ey, bitte. Catnap, ich habe das doch alles nicht so gemeint. Wir können doch Freunde. Können wir keine Freunde werden? Bitte. Ey, Leute. Ich hab ein bisschen Angst. Immer wenn nichts passiert, kommt meistens ein Jumpscare. Bitte kein Jumpscare. Oh Mann, ey, Junge. Junge, warum ist es immer so laut, Mann? Digga, Leute, selbst wenn ich weiß, dass ein Jumpscare kommt, erschrecke ich mich trotzdem, weil das immer so laut ist und so. Digga, ey, wirklich, Catnap. Das war nicht das letzte Mal, dass ich angerufen habe.
Leute, wir müssen das Catnap eigentlich irgendwann noch zurückzahlen. Ich sage euch ehrlich, wir können uns nicht von der Katze so fertig machen lassen. Ich sage euch ehrlich, wo sind wir hier gelandet? Lass uns von der Katze fertig machen lassen. Hör mal. Aber okay, Leute. Das eigentliche große, wirkliche Problem kommt jetzt erst. Und zwar bin ich das selber. Ihr seht, hier steht du. Also ich, Leute, Lumex. Da ist auch mein Roblox-Skin drauf abgebildet. Den werden wir jetzt gleich anrufen. Bevor wir ihn anrufen, oder bevor wir mich anrufen, Leute, werden wir erst mit mir selber schreiben. Ich bin extremst gespannt, ob er auch wirklich so schreiben wird, wie ich schreibe. Das wäre halt übel funny. Aber das Ding ist halt, an sich bin ich ja eigentlich korrekt, Leute, oder? Also, deswegen hoffe ich mal, dass Lumex da in Roblox auch korrekt ist. Also, ich glaube, wenn wir korrekt sind, ist er auch korrekt. Beziehungsweise, wenn ich korrekt bin, bin ich dann korrekt? Oder ist er ich? Also, du? Oder sind wir beide? Keine Ahnung, Leute. Wir schreiben einfach. Ich gehe auf das Chat-Symbol und oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Oh mein Gott, da steht einfach du, das ist mein Roblox-Skin, Leute. Puh, okay, Leute, das Ding ist jetzt, wie fangen wir am besten an? Was können wir schreiben? Ey, ich getraue mich gerade gar nicht zu schreiben irgendwie. Sollen wir einfach mal Hallo schreiben? Komm, wir fangen mal ganz, ganz ruhig an. Wir schreiben einfach mal Hallo. Oh, ich hab mir selber geschrieben, Leute, oh mein Gott. Aber da kommt keine Antwort. Ey. Okay, das könnte ich wirklich sein, weil ich brauche manchmal echt irgendwie gefühlt Jahre, um auf WhatsApp zu antworten, Leute. Das ist so eine Dummheit von mir, aber... Hey, komm schon, ey. Ich bin jetzt nicht hier extra online gekommen, damit ich keine Antwort von mir selber bekomme. Schreib nochmal. Hallo. Oh. Was will... Och, nee. Er hat geschrieben, was willst du? Oh, nee. Das ist doch direkt schon so ein dummer Ton. Wie, als hätte er gar keinen Bock. Ey, bin ich wirklich so schlimm, Leute? Hä? Ich würde niemals schreiben, einfach, was willst du? Würde mein eigenes Ich mir jetzt schreiben? Würde ich nicht schreiben, was willst du, hä? Was schreiben wir jetzt? Schreib mal, bist du wirklich ich? Fragezeichen. Boah, Leute, was wird er jetzt an... Ich schreibe, Leute. Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Ja, aber du bist doch ich, oder bin ich du, oder sind wir beide ich, oder bin ich, sind wir beide... Hä? Ja, aber wir fragen jetzt... Leute, ich hab eine Idee, wie wir das Monster austricksen können vielleicht. Wir fragen mal, wie lautet dein YouTube-Name? Boah, Leute, wenn er das jetzt weiß, ne? Wenn er das jetzt weiß... Oh mein Gott. Lumex, oh mein Gott. Hä? Das ist ein Roblox-Spiel, das kann doch gar nicht, das kann gar nicht wissen, dass ich... Niemals, Okay, warte mal. Warte, vielleicht auch wegen meinem Roblox-Name, Leute. Ich heiße ja Real Lumex. Warte. Wir fragen mal, was lädst du denn so für Videos hoch? Mal gucken, ob er das auch weiß, Leute. Okay, er schreibt... Er schickt ein Foto. Warte mal. Warum sieht das aus wie ich? Also, ich habe zwar keinen blauen Pullover hier an, Leute. Aber ich trage auch manchmal so grau. Die Frisur sieht auch aus wie meine, Leute, oder? Fast? Was ist das hier drauf? Warte mal. Hallo. Soll man meine Frage jetzt beantworten? Ich will jetzt einmal noch meine Frage haben, Leute. Komm, antworte jetzt. Ich lade Roblox-Videos, aber auch manchmal StumbleGuys hoch. Ja, okay, das stimmt eigentlich, Leute. Also ich glaube, StumbleGuys habe ich, glaube ich, jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Aber ich habe ja übel lang StumbleGuys gemacht und Roblox mache ich eigentlich auch. Ansonsten mache ich, okay, ich mache GTA manchmal noch, aber ansonsten das stimmt halt eigentlich schon, ne? Oh mein Gott, ich habe die beste Frage. Ihr alle wisst, ich bin 23, Leute. Wir fragen das jetzt, okay. Nun meine letzte Frage. Wie alt bist du? Ey, wenn er das jetzt weiß, Leute, dann wäre das zu gruselig. Ey, jetzt... Ja, genau, da hab ich dich. Jetzt nicht mehr antworten, hallo? Ja, guck mal, Leute, Lumex antwortet einfach nicht mehr. Soll mal antworten jetzt? Hallo, ich spam jetzt, Leute. Oh, er schreibt... Hä, er schickt schon... Was ist denn das jetzt für ein Foto? Warte, du siehst aber nicht aus wie ich. Leute, jetzt mal ernsthaft, das bin doch nicht ich, oder? Ich wusste es.
Du bist nicht Lumex. Du bist ein Monster. Ey, Leute, ich glaube, Lumex ist ein böses Monster hier in Roblox. Oh mein Gott, Leute. Ey, er kann echt nur Fotos schicken, ne? Hä? Ich bin traurig. Nein, warum bin ich jetzt traurig? Ey, Lumex, nicht traurig sein. Ich habe das... Ich glaube, das ist traurig, weil mir gesagt dass er Monster ist, Leute. Nein, ich habe das nicht so gemeint. Du bist kein Monster. Leute, vielleicht bin ich doch... Ey, ich verstehe es auch nicht. Was ist es denn jetzt? Bin ich hier ich oder bin ich doch nicht... Bist du ich? Ja! Ja, aber bist du ich oder bin ich du? Er schickt das... ich schicke das gleiche Foto nochmal. Ey, Leute, ich sag ehrlich, wir müssen Lumex jetzt gleich anrufen. Aber was machen wir jetzt? Okay, Leute. Wenn das wirklich ich bin, dann müsste er jetzt eigentlich auch so auf meine Frage reagieren. Und zwar, wir schreiben ja immer so ein bisschen, ne, so ein bisschen, wir stichen immer so ein bisschen. Wie wird Lumex reagieren, wenn wir jetzt ein bisschen stichen, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach schreiben, du stinkst? Das haben wir ja vorhin auch schon mal geschrieben. Wie wird Lumex jetzt darauf reagieren, wenn wir schreiben, du stinkst? Okay, er schreibt. Nee, selber. Okay, das glaube ich, könnte ich auch schreiben. Ja, und du hast Käsefüße. Er schreibt wieder. Okay, ich muss das zensieren. Er hat geschrieben, ich bring ... dich. Also, ihr wisst, was da steht. Er hat geschrieben, ich bring... Hä? Ey, okay, jetzt reicht's. Aber jetzt reicht's, Leute, das bin definitiv nicht ich. Definitiv bin das nicht ich. Ich habe noch nie und würde auch niemals sowas schreiben. Wir rufen jetzt an, Leute. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da und abonniert. Ich werde jetzt anrufen. Wir müssen das jetzt klarstellen. Das kann nicht ich sein, Leute. Wenn er jetzt wirklich mein Skin ist, dann... das ist eine Wohnung. Das ist rot. Das ist mein Skin! Das ist wirklich mein... Lumex? Lass das! Ich hab so Angst, Karl, Leute. Wie kann das mein Skin sein? Lumex, bitte, ey, komm schon, Bro. Ey, du bist doch ich. Und ich bin doch du. Wir können doch über alles reden. Ey, guck mal, du hast den gleichen Pullover an wie ich. Wir sind doch Freunde. Komm schon. Ey, dicker Leute, ich... Ja, ich mach ein Foto. Lumex, komm schon. Ich bin hier. Ich bin am Telefon. Wir können reden jetzt. Komm schon, bitte. Was ist das für rote Augen da? Ey, komm schon, bitte, Lumex. Bitte. Ja, Leute, ey, das ist gruselig. Was macht denn? Was mach ich denn? Warum ist da rotes Licht? Warum stehst du... Lumex, bitte. Oh mein Gott. Leute, ich bin raus. Ich wirklich... Ruf mich nicht an in Roblox. Macht's nicht, Leute. Lasst einfach einen Daumen nach oben da. Checkt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Leute. Raus. Danke, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Raus. Ciao, ciao. Ciao, Leute.